Hey Freunde und willkommen bei meiner kleinen neuen Videoserie 5 von 5. Das Konzept ist super einfach. Ich gucke mir super gut bewertete Amazon-Produkte an und schaue dann mit euch zusammen, nachdem ich die Produkte getestet habe, ob diese Produkte ihre Bewertung wirklich verdient haben. Und deswegen lasst uns direkt mit der ersten Folge anfangen. Das Setup hinter mir ist mittlerweile recht vollkommen und ich fühle mich richtig wohl daran zu arbeiten. Aber da ich jetzt wieder ein MacBook habe, hat eine Sache gefehlt, die ich einfach brauchte. Ich hatte meist mein MacBook vor einem von den Monitoren und habe dann mit Monitor hinter dem MacBook gearbeitet. Ich muss mir aber auch einreden, dass ich dieses Magic Trackpad hier nicht umsonst gekauft habe und deswegen wollte ich mein MacBook auf einen Ständer packen. Und ich habe mir gedacht, wenn ich mir einen nehme, der aus einem Stück gefertigt ist, das sieht zum einen ziemlich stylisch aus und weil der nicht irgendwie verstellbar ist oder so, wird er wahrscheinlich bombenfest sitzen und nicht wackeln. So habe ich mir ihn also bestellt, mit Amazon Prime irgendwie einen Tag später bekommen und ausgetestet und obwohl das Ding aus einem einzigen Stück Metall bestand, hat es gewackelt wie nichts anderes. Und ihr wisst, Leute wie ich, wir halten sowas nicht aus. Das ist dann in diesem Moment das größte Problem in unserem ganzen Leben. Also habe ich den Ständer zurückgeschickt und ich musste mich weiter umschauen. Ich musste was Neues suchen. Und dann habe ich gesehen, dass ein höhenverstellbarer Notebook-Ständer volle 5 Sterne bekommen hat bei über 1000 Bewertungen. Also habe ich mir ihn bestellt und er ist angekommen und ich war hin und weg. Und ja, ich verstehe, dass es nerdig ist, sich von einem Notebook-Ständer so faszinieren zu lassen, aber hört mir zu. Das Ding, in meinem Kopf, weil das Ding höhenverstellbar ist, sollte es weniger stabil sein, weil mehr Teile aneinander sind, die entsprechend locker werden können und wackeln können und sonst was. Aber das Ding ist so massiv stabil verarbeitet, ne? Hier wackelt, also es ist nicht mal irgendwie eine sichtbare Schraube oder so. Das ist alles verdeckt von so Spiralen. Und egal was du versuchst, da wackelt nichts. Das ist so ein stabiles Stück. Und das liegt zum einen daran, dass es einfach so festgemacht ist, dass es extrem schwer zu verstellen ist. Also du brauchst schon ordentlich Kraft, um es an die richtige Position zu bekommen, was aber nur sinnvoll ist, weil du den Notebook-Ständer ja sowieso 90% der Zeit in derselben Position haben möchtest. Man muss ihn halt nur einmal einstellen, so wie es zu dem aktuellen Setup passt. Also zum einen wurde ich widerlegt, nur weil es höhenverstellbar ist, ist es nicht weniger stabil, aber zum anderen ist das Ding auch so detailliert durchdacht. Ich meine, ja, diese Gummioberflächen, die fühlen sich super gut an und die schützen auch das Notebook an jeder Stelle, an der es sich irgendwie beschädigen könnte. Aber sie denken nicht nur an das Notebook, sie denken auch an den Ständer selbst. So sind zum Beispiel hier so kleine Gumminoppen, um auch den Ständer zu schützen, falls man den hier so ganz runterklappt. Und diese Attention to Detail, die zeigt mir einfach die Einstellung von diesem Hersteller, die dazu führt, dass er dann am Ende bei 5 Sternen auf Amazon landet. Und lustigerweise ist das nicht der einzige Notebook-Ständer. Erstmal, der Notebook-Ständer ist perfekt. Ich bin super happy und alles Wackeln, was aus diesem Notebook-Ständer rauskommt, ist das Wackeln von meinem Tisch, weil ich zu faul bin, den zweiten Winkel ranzumachen. Ich meine, das Ding ist so stabil, du kannst es sogar als Fußablage unterm Schreibtisch nutzen. Du könntest das sogar auf Klo nutzen, wenn du willst. Die Möglichkeiten stehen dir alle offen. Auf Amazon gibt es übrigens viele Notebook-Ständer derselben Art in verschiedenen Designs. Ein anderer davon hat zum Beispiel 10.000 Bewertungen und 5 Sterne, was natürlich nochmal sehr viel eindrucksvoller ist. Aber ich habe den gewählt, weil er einfach so gerade Linien hat und das zu meinem Schreibtisch-Setup besser passt. Das war eine Lüge. Matt hat keine Ahnung von Design. Ach so, und noch schlimmer, er wusste gar nicht, dass es den anderen Schreibtischständer gibt. Nachdem ich den Ständer geholt habe, habe ich übrigens auch nochmal nachgeschaut und es gibt mehrere Ständer der gleichen Art, also mit diesem Höhenverstellungsmechanismus, die auch tatsächlich fast alle volle 5 Sterne bei mehreren tausend Bewertungen haben. Ich werde euch die ganzen Ständer, die ich jetzt erwähnt habe und vor allem meinen Ständer als allererstes in der Beschreibung verlinken. Und wenn ihr gerade auf der Suche seid, kann ich euch den absolut ans Herz legen, denn der Ständer hat auf jeden Fall seine 5 von 5 Sternen verdient und das ist doch schon mal ein gutes Fazit für die erste Folge von 5 von 5. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr Lust auf diese Serie habt, dann lasst doch ein Like auf dem Video da, abonniert gerne den Kanal, ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video oder bei der nächsten Folge. Bis dann!